Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Werbers Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es sich um Filtrierung, sage ich es mal. Wir alle benutzen früher oder später immer mal wieder Kohle, Phosphat oder Ähnlichen. Ihr wisst, ich habe bei mir momentan einen Wirbelbettfilter der Firma Kofe laufen, der einen sehr guten Job macht, aber in meinen Augen einen entscheidenden Nachteil hat, den ich versucht habe, mit Hilfsmitteln zu beheben. Das Gerät selber an sich hat keinen Nachteil. Das Material, was ich einsetze, verursacht diesen Nachteil. Weil ich nämlich die entsprechend feine Kohle von ATI benutze. Und dieser Wirbelbettfilter, den ich da habe, der ist im Endeffekt für grobes Material gedacht. Ich habe dann unten ein schönes, feines Sieb drunter gesetzt und das hält, das funktioniert, so 2-2,5 Wochen maximal. Dann muss ich den Filter wieder rausholen, das Sieb unten sauber machen und dann kann es weitergehen. So, das ist eine Sache, die mir als faulen Mensch natürlich überhaupt nicht liegt. Ich bin eigentlich auch jemand, der gerne, Produkte einsetzt oder Geräte einsetzt, die relativ wartungsfrei sind. Und da kommen wir zu einem Gerät, was ich in der Vergangenheit mal eingesetzt habe. Und zwar ist das hier, entschuldigt das Aussehen, der Wirbelbettfilter von Aquaforest Media Reactor AF90. So, und wie jeder von euch sehen kann, ist der tatsächlich nicht mehr so wirklich in seinem Originalzustand. Was mir an diesen Geräten allerdings sehr gut gefallen hat bisher immer, ist, dass sie hier einen entsprechenden Filter drin haben, also Filterschwemme. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, sind aber die Nitratsteuern, ist richtig. Problem an der Sache ist aber, dass die neueren Reaktoren der ein oder anderen Firma hingegangen sind und diese Zwischenwände hier sehr dicht nach außen gemacht haben, also fast abdichten und da ganz feine Siebe eingesetzt. Im Prinzip genauso wie das gleiche, was ich bei mir drin habe, blende ich euch auch mal separat mit ein, mit diesem T-Sieb. Solche Zwischensiebe sind ja ganz schön, haben aber den entscheidenden Nachteil, dass sie mit der Zeit definitiv zu wachsen, ja nicht wachsen, aber von Bakterienmatten befallen werden, weil es ist Kunststoff. Und wir alle wissen, dass Kunststoff optimale Siedelfläche für Bakterien ist. Und gerade da, wo viel Nahrungsmittel durchgeht für die Bakterien, da ist es auch die Problematik, dass tatsächlich dann früher oder später der Durchfluss nicht mehr so gegeben ist. Ja, und wie gesagt, bisher hatte ich dieses schöne Gerät hier im Einsatz. Und hab hier und da ist mir was abgebrochen. Also ich nehme mal auseinander. Wir haben hier oben einen Bajonettverschluss. Nicht Bajonettverschluss, also sprich einen Verschluss mit Schrauben. Ein Inlay und ein Ausfluss hier oben. Dann kann man das Ganze hier rausziehen. Hier unten war eigentlich mal auch noch so eine Platte verbaut, die dann dafür sorgte, dass dann das Ganze auf Position bleibt. Ihr seht, also er ist nicht mehr im besten Zustand. Und ich hatte mich eigentlich immer geärgert, dass ich nicht wirklich Kontakt zur Firma Aquaforest habe. Und tatsächlich jetzt auf der Reefmania hat es funktioniert. Bin mit denen in Kontakt gekommen, habe ein bisschen darüber erzählt und sagten, ja, wir haben eine neue Version rausgebracht. Ich sage, oh, guck. Ja, die neue Version ist tatsächlich hier. Ist jetzt auch die etwas größere Nummer. Und das ist der AF110. So, Medienreaktor der neuesten Generation. Hat, jetzt muss ich die Daten wieder ablesen, weil ich es natürlich nicht im Kopf habe, Fassungsvermögen von 2,8 Liter, Höhe von 38 cm, Durchmesser von 14,5 cm. Ja, und wie ihr seht, ist ein bisschen anders aufgebaut
oder fast ein bisschen anders aufgebaut wie das Vorgängermodell. Eigentlich, pauschal gesagt, würde ich jetzt sagen, hat sich nicht so viel verändert. Wir haben hier oben die Stellschrauben, das war schon mal recht nervig immer. Hier oben im Kopf sitzt normalerweise auch noch eine Dichtung, seht ihr, die hat bei mir auch gefehlt oder fehlt bei mir. So, und hier haben wir tatsächlich die Weiterentwicklung des Ganzen. Wir haben hier einen Bajonettverschluss. Einfach verdrehen, auf, gut ist. Hier sind die beiden Öffnungen, beziehungsweise einmal für aus und einmal für den Einlass. Das kann man sich, so wie man es noch braucht, verstellen. Und dann haben wir die entsprechenden Inlays. Und wie ihr seht, die sind verschiebbar tatsächlich. Ich kann die mir so einstellen, wie ich sie brauche. Das heißt also, ich kann in diesem Reaktor, das was ich vielleicht hier vorher auch konnte, wusste ich gar nicht. Ich habe ihn auch schon damals gebraucht gekriegt. Besteht die Möglichkeit, mehrere Medien tatsächlich einzusetzen. Was mich aber jetzt hier an dieser Variante definitiv interessiert und freut, ist, dass ich tatsächlich hingehen kann. Ach, tatsächlich. Ja, da haben wir es doch. Da sind doch die Zwischenfilter. Genau. Die eigentlich noch nach oben kommen. So, das hier ist jetzt der Zwischenfilter, den ich im Prinzip setzen kann. So, und der hält da, wo ich ihn gerne hätte. So, und das hier, das sind noch Zusatzfilter. Einmal für unten und einmal für oben. Aber wenn ich jetzt natürlich ein entsprechend feines Material hier oben habe, kann ich natürlich hingehen und mir im oberen Bereich noch so ein Filterpad hinsetzen. Und dieses Filterpad sorgt mir dann im Endeffekt dafür, dass dann nichts nach oben rausgetragen wird. Gerade jetzt bei diesen extrem feinen von dieser extrem feinen Aktivkohle, die ich habe, ist das natürlich sehr hilfreich. So, und auswechseln kann ich das Ganze auch, wenn ich das möchte. Das ist auch mit einem Bajonettverschluss. Einfach nur verdrehen. Dann kann ich das Pad hier rausnehmen und kann es gegen eins von denen, was jetzt hier noch dabei ist, austauschen, je nach Bedarf. So. Und tatsächlich nehme ich das mittlere. Das sollte es tun. Und wenn ich jetzt noch anderes Material in... Moment, das ist tatsächlich nur auf eine Art und Weise hier wieder einsetzbar. Moment, Moment, Moment. Die kleine da. Runterdrücken, verdrehen. Und dann ist das so, wie es sein soll. So, hier unten haben wir das gleiche Spiel. Wir könnten dieses Pad hier unten auch austauschen, indem wir das auch verdrehen und nach oben ziehen. Und dann können wir das gegen eins von denen, was wir gerne möchten, vertauschen. So, wichtig an der ganzen Sache ist, dass natürlich hier unten erstmal diese Füße in Ordnung sind, weil das sorgt im Endeffekt dafür, das Wasser kommt ja von hier oben runter, dass es gleichmäßig unten verteilt wird und dann nach oben gedrückt. So, diese Aufnahmen hier sorgen im Prinzip dafür, dass das nicht hochgedrückt wird. So, jetzt haben wir gerade eben gesehen, dass sich das Ganze natürlich ein bisschen bewegt. So, und den kann ich mir jetzt dahin packen, wo ich ihn brauche. So, je mehr der natürlich jetzt unter Druck kommt oder der Schwamm zukommt, desto mehr könnte es sein, dass es hochgedrückt wird. Aber ich habe die Möglichkeit, jetzt hier oben dann meinetwegen ein grobes Granulat drauf zu packen und unten ein Granulat, von dem ich weiß, dass es länger im Einsatz sein wird. Und wenn ich es halt möchte, kann ich es noch zusätzlich nach oben schützen, sodass durch den Auslass hier oben dann nichts rausgedrückt wird. So, und dann verschließe ich das Ganze wieder. Verdrehe es und dann ist das schon einsatzbereit. Entsprechend hierfür gibt es auch einen passenden Schlauch. Den habe ich jetzt gerade nicht hier. Der liegt nämlich noch oben. Aber ich würde sagen, ich befülle das Ganze mal, baue es bei mir ein und dann schauen wir uns das Ganze mal im Betrieb an.
Es ist vollbracht. Ihr seht, das alte Gerät steht noch hier auf dem Tisch. Der neue ist tatsächlich unten verbaut. Ich fliege mal mit euch gerade kurz durchs Technikabteil. Und tatsächlich bin ich hingegangen, habe den ein kleines bisschen höher gesetzt, damit er eine gewisse Höhe hat, weil der stand bei mir etwas zu tief und somit werden die Schläuche halt auch abgeknickt. Aber alles in allem tut er das, was er soll. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange die Schwämme unten so bleiben, dass sie auch vernünftig durchlässig bleiben. Ich werde noch hingehen und den Auslass vorne an die Frontscheibe legen, damit ich immer sehe, wie viel da rauskommt, damit ich den Durchfluss im Endeffekt kontrollieren kann. Ja, warum habe ich tatsächlich jetzt von dem Motorabschäumer zu einem nicht motorgetriebenen Abschäumer gewechselt? Einerseits aus Energiegründen, weil ich ja sowieso da hinten die Abyss-Pumpe laufen habe, die ihre entsprechende Menge an Wasser frisst, Strom. Ich finde den anderen Wirbelblattfilter, den ich habe, finde ich definitiv gut, aber für dieses Material, was ich gerade einsetze, ist er halt nicht wirklich geeignet. Wie gesagt, ich blende euch nochmal eben das Bild von dem Sieb ein, was da unten dann halt drin ist. Und ja, das ist halt wartungsaufwendiger mit diesem Material. Wenn man jetzt gröberes Granulat einsetzt an Kohle oder an Absorber, wenn man Absorber braucht, dann ist der andere natürlich auch sehr, sehr gut. Fakt ist, das Upgrade von Aquaforest ist in meinen Augen relativ gut gelungen. Man muss hier eben darauf aufpassen, dass man ihn auch wieder sauber zusammensetzt. Das Spiel hatte ich nämlich gerade eben, habe dementsprechend die Kohle umgefüllt, weil sie war erst 2 Wochen alt, also können wir sie noch weiter brauchen. Umgefüllt und da war da oben auf dem Verschluss lag ein kleines Stückchen Kohle. Das habe ich mit dem Verschluss zugemacht und da kam natürlich dann im Endeffekt Wasser oben durch. Habe ich auch gedacht, ja, das ist einfach eine Kacke. Ne? Sorry. habe mir das Ganze nochmal angeguckt, ja, und der Fehler saß wieder vor dem Aquarium. Aber das habe ich das Ganze wieder behoben, die Dichtungen nochmal alle überprüft, zusammengesetzt und jetzt ist das Gerät dicht. Was ich gleich noch machen werde, ist an den Schlauchenden überall noch Kabelbinder anbringen, damit das richtig sitzt. Die gehen zwar relativ straff drauf und das ist auch der Originalschlauch für diesen Wirbelbettfilter, aber mein Anschluss hinten ist einen kleinen Tacken kleiner. Der sitzt vernünftig drauf, aber wenn der ein bisschen Gegendruck kriegt, könnte es sein, dass er abspritzt und abspringt und dann keine gute Idee. Also machen wir das dann fest. Solltet ihr gegebenenfalls auch machen. Hier ist es auch so, dass im Endeffekt die Schläuche relativ fest drauf sitzen, bevor man die richtig runterkriegt. Ja? Also, aber es ist keine Garantie. Also für Sicherheit sorgen. Gut. Kurz und knackig war es hoffentlich und ich würde sagen, in diesem Sinne würdet ihr davon definitiv noch mehr hören in meinen Tagebüchern und solltet ihr irgendwelche Fragen, Sorgen, Nöte oder ähnliches haben, schreibt es runter in die Kommentare. Ich würde sagen, ich bin raus für heute. Danke fürs Zuschauen. Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Euer Viper. Ciao.